Meine Lieben, einmal persönlich von mir ein kleines Update, wie es gerade hier aussieht. Es ist ziemlich schwer mitzufilmen, wenn die Männer hier arbeiten. Dementsprechend dachte ich mir, jetzt wo die Männer mal nicht arbeiten, zeige ich euch mal, was wir so die letzten zwei Tage, Baustellentage so geschafft haben. Ich habe euch das ja so ein bisschen gefilmt, aber ja, es ist einfach... Einmal so ein kleines Update ist, glaube ich, auch mal ganz gut, damit ihr wirklich alles einmal seht. Übrigens, Werbung für alles, was ihr hier an Werkzeug seht. Hashtag Makita. Ja, also, wir stehen hier gerade im Wohnzimmer, wie ihr seht. Erstmal will ich sagen, die Raumaufteilung hat sich komplett geändert. Aber dazu muss ich, glaube ich, einmal ein extra Video machen, weil das wird viel zu kompliziert. Aber ihr seht schon das Größte. Wir haben Balken drin. Das habt ihr im ersten Update gesehen, dass wir die Balken hier hochgezogen haben. Das war wirklich eine mega Arbeit und es war so anstrengend, dass wirklich, ja, mein Vater hat das 2 Tage lang gemerkt. Ein so ein Balken wiegt 80 Kilo, ist 9 Meter lang und den haben sie eben durch diese Tür und dann hier hoch auf diese Balken und so. Ja, also im ersten Update haben wir hier die Balken gezogen, diese hier, den, den und den. Darauf liegen die anderen Balken jetzt eben. Und dann haben wir natürlich die großen Balken gesetzt. Die haben jetzt mal einen Abstand von 77, glaube ich. Und hier sind 2, weil sonst hätte das mit dem Fußboden nicht gepasst, weil wir hier so einen kleinen Abstand haben. Ja, so. Hier habe ich aber auch schon, was ich gerade sehe, das habe ich noch gar nicht gesehen. So ein, ja, so ein extra Balken hier noch eingesetzt. Das muss wohl, weil sonst tragen die Balken nachher zu viel Last. Und das geht nicht. Deswegen müssen hier so Zwischendinger rein irgendwie, überall. Aber das hat ja auch gar nichts zur Sache. Ich habe das nur gerade gesehen. Ja, so, also, nachdem die Balken alle drin waren, wurden die natürlich befestigt. Das haben wir mit so Winkeln gemacht. Ich weiß nicht,
Da seht ihr das. Das heißt wirklich, überall sind hier so Winkel drin. Und zusätzlich sind sie noch verschraubt. Das sieht man, glaube ich, gar nicht. Das hat mein Vater so gut gemacht, damit man das echt nicht sieht. Da seht ihr so einen ganz kleinen Einstich, würde ich mal sagen, vor der Schraube. Also er hat die komplett, einmal komplett quer, so riesengroße Bolzen dadurch gehauen. Die Schrauben kann ich euch auch mal zeigen. Die liegen nämlich hier, das sind diese hier. Also echt richtige Monster-Dinger. Und die sind eben so einmal quer durch den ganzen Balken. So durch. Und haben hier sind relativ viele. Genau, und Hashtag Werbung. So. Das heißt, wir haben die Balken festgemacht. Und dann hat mein Vater jetzt mit Felix, also mit meinem Freund, hier den Fußboden gesetzt, also USB-Platten. Das sind ja die großen 22er. Ich weiß nicht, alle, die sich damit auskennen, die wissen, was ich meine. Die sind wirklich richtig schön dick. Die kleinen, ja, würden hier einfach durchbiegen bei so einem Fußboden. Also die sind nicht für den Fußboden geeignet. Und jetzt haben wir eben hier so dicke USB-Platten drin. So, hier haben wir natürlich den alles ausgeschnitten wegen den Balken. Diese Balken sind übrigens so rot, weil die haben wir noch mit, nennt man das, gegen Holzwurm so eingesprüht. Deswegen haben wir hier auch noch so Chemikalien, sag ich mal. Ja, hier auch natürlich alles so ein- oder ausgeschnitten. Und jetzt haben wir, für alle, die den neuen Grundriss schon kennen, das Schlafzimmer. Soweit bis hier fertig. Also die Hälfte vom Schlafzimmer ist fertig. Mein Vater kann jetzt hier nicht weitermachen. Er hat den Fußboden uns gestern komplett fertig gemacht, aber er kann das nicht, weil wir noch andere Baustellen haben, die wir vorher machen müssen. Nämlich sind die Balken hier drüben noch gar nicht fest. Also die sind nur so mit verschraubt. Da ist zum Beispiel eine Schraube drin. Aber sonst sind die noch nicht fest. Also ihr seht, da sind keine Winkel und so drin. Weil die Balken enden hier vorne. Wir gehen gleich nochmal nach oben, dann zeige ich euch das mal. Denn hier ist ja auch noch unsere Wohnung sozusagen. Und dieser Raum, dieser große hier, hat eine extra Decke. Wir gehen da gleich nochmal rein, ist noch Chaos drin, aber ich zeige euch das mal. Und die Decke muss erst vorher raus und wird nachher durch diese ersetzt. Also da kommt sozusagen die gleiche Decke wie hier überall auch rein. Das alles auf einer Höhe ist, weil die Raumhöhe da sind jetzt, glaube ich, 2 Meter. Oder 2,20 oder so. Und das ist natürlich viel zu niedrig für eine Raumhöhe. Und dementsprechend müssen wir erst die Decke aus diesem Raum rausreißen. Und dann können wir die Balken erst festmachen. So, jetzt habe ich das, glaube ich, gut erklärt. Ich zeige euch das Ganze mal von oben. Wir gehen hier einmal die Treppe hoch. Dann gehen wir einmal hoch. So. Also sieht das Ganze hier aus. Wie ihr seht, wir haben hier halt schon den Fußboden drin. Und ich finde, das sieht so riesig aus. Oh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also vorher sah es immer so klein aus. Und ja, jetzt, wo der Fußboden so wirklich drin ist, sieht das halt wirklich echt richtig, richtig groß aus. Also, das da ist schon das Schlafzimmer. Hier kommt das Kinderzimmer jetzt hin. Da haben wir jetzt auch schon, ja, das Kinderzimmer wird ungefähr bis hier gehen. Vielleicht noch ein Stückchen weiter, vielleicht so bis hier. Dementsprechend ist das Kinderzimmer eigentlich schon komplett fertig. genau, da müssen wir so ein Dachfenster bestellen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ja, die Fenster brauchen sehr, sehr lange. Die werden ja Maß angefertigt und da müssen wir jetzt unbedingt noch eins bestellen fürs Kinderzimmer hier. Genau. So, jetzt gehen wir hier aus. Hier haben wir jetzt schon den Boden so gelegt. Hier sind so die Balken. Und wie ihr seht, da vorne liegen die Balken auch noch gar nicht richtig. Und die Europaletten müssen erstmal weg. Das ist heute die Aufgabe von Felix. Das macht er heute Abend nach der Arbeit. Da räumt er die Europaletten weg, weil da drüber kommt ja keine Decke, sondern man sieht von da unten sozusagen das Dach. Weil da kommt ein Dachfenster rein und dann sieht man das so. Also da kommt kein extra Raum sozusagen. Und deswegen müssen wir die Balken eben weiter nach darüber schieben. Nach da so. Genau, und hier seht ihr, enden die Balken, denn Tüffel Maggie hat nur 9 Meter statt 12 Meter bestellt, weil sie nicht gut genug mit ihrem Vater gesprochen hat. Weil ich dachte, mein Vater will die Balken eben nur von hier
bis auf die andere Seite haben. Aber ich wusste nicht, dass er sie auch noch bis da drüben haben will. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier vorne ein bisschen puzzeln. Aber wir haben noch sehr, sehr viele Balken von denen hier übrig, weil wir zu viele bestellt haben. Aber das ist auch gut, weil die können wir jetzt sozusagen hier nutzen, um zu puzzeln. Ja, also Papa will die jetzt hier, da wo sie hier auf diesen Balken aufliegen, schneiden und dann das nächste Stück verlängern. Dafür muss aber erstmal diese Decke hier raus, die ihr seht. Und das kommt dann eben jetzt. Heute will er das machen. Ja, und hier ist unser zukünftiges Badezimmer, was noch gar nicht aussieht wie ein Badezimmer. Hier sind nämlich schon die Jütungssteine. Das teuerste am ganzen Bau, muss ich euch wirklich sagen. ja, also das ist eine Palette, nur wir haben draußen noch zwei Stück stehen. Also hier stehen aber schon ein paar Jütungssteine, weil hier, wo ich gerade stehe, muss eben eine Brandschutzmauer hin. Die will mein Vater heute machen. Aber dafür müssen eben erstmal die Europaletten weg. Das heißt, Felix macht heute die Europaletten mit meinem Vater und danach wollen die hier mauern. Und dann können wir auch den letzten Balken setzen. Ihr seht, hier haben wir noch ein paar Balken übrig. Und da muss jetzt hier irgendwie noch einer hin. Der wird irgendwie in die Mauer mit eingelassen und dementsprechend, ja, muss das irgendwie alles zuerst. So, hier seht ihr so mal alles von oben. Sieht total riesig aus, oder? Oh, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. So. Ja, es ist wirklich Chaos. Es ist nämlich ein Teil Werkstatt von meinem Vater. Wie gesagt, Hashtag Werbung für alles, was ihr hier seht. Also, ja, ja, hier hat mein Vater irgendwie so eine kleine Werkstatt, weil seine unten hat er noch nicht fertig gebaut. Deswegen hat er hier ein paar Werkzeuge. Und das ist nämlich eigentlich unser Esszimmer, Leute, hier. Und hier liegen dann irgendwie noch ein paar andere Sachen. Es ist halt, wie gesagt, irgendwie so ein Abstellraum vorher von uns gewesen. Hier sind Kartons, also Umzugskartons, die Kartons von den Fernsehern. Hier halt alles, was man wirklich so auf dem Dachboden lagert. Das hier ist unsere Küche. Und ja, wie ihr seht, die Decke ist wirklich sehr, sehr tief. Also ich kann hier die Decke einfach anfassen. Und die kommt eben deswegen raus. Also die Decke wird komplett rausgerissen und wird dann durch die andere ersetzt. Ich weiß nicht, seht ihr das da? Da ist so ein Balken. Und da wird sie eben dann, ja, erweitert. Hier kommen auch noch neue Fenster rein. Die werden 80x80, also echt ganz große Fenster. Das größte, was hier reingeht, größer geht nicht. Und da kommt hier eben eins rein. Die Küche haben wir auch schon gekauft. Ich weiß nicht, das haben bestimmt einige auf Instagram mitbekommen. Aber wegen dem Fenster müssen wir die Küche jetzt anders planen. Und zwar wird die Küche wohl von da und dann hier um die Ecke gehen. Wegen dem Fenster eben. Oder wir können aber auch noch die Küche einmal umdrehen. Also eigentlich wäre der Herd nämlich an dieser Seite. Das geht aber nicht wegen dem Fenster. Wegen der Dunstabzugshaube. Und ich bin so ein Fan davon, dass die Spüle direkt am Fenster ist. Und deswegen wollen wir hier die Spüle haben. Hier den großen Schrank mit dem Backofen und dann auf der anderen Seite den Herd. Ja, aber die Küche ist schon gekauft und so. Aber die kommt auch erst im Februar. Also die Lieferzeit ist leider sehr, sehr lang. Aber einmal nur, dass ihr das hier so gesehen habt. Das habe ich euch ja beim letzten Mal nämlich nicht gezeigt. Und hier kommt, wie gesagt, auch noch ein neues Fenster rein. Wir haben jetzt uns eine Treppe angeschaut, weil wir brauchen ja noch eine Treppe nach oben. Wir waren dann auch sehr, sehr unschlüssig. Und jetzt haben wir eine Treppe gefunden, die wird wohl hier in diesem Bereich hinkommen. Und zwar geht die einmal so um die Ecke, die geht so hoch, dann ist so ein kleines Podest und dann geht sie so hier nach oben. Dann kommt sie eben da raus. Und das vorne wird dann hier noch unser Esszimmer, das wird ja alles offen zum Wohnzimmer hin. Aber das werdet ihr ja alles sehen. Aber jetzt erstmal so ein kleines Update, wie sich das also entwickelt hat. Ich habe jetzt gerade schon hier die Räume ausgemessen. Das muss ich nämlich gleich auch noch hier unten machen, damit wir einmal die genaue Quadratmeterzahl haben und einmal gucken können, ob die USB-Platten reichen, weil ich bezweifle das wirklich sehr. Ich glaube nämlich, wir müssen nachbestellen. Und ja, dementsprechend wollte ich das einmal machen, auch wegen der Küche. Wir haben jetzt nächste Woche den Termin zur Küchenplanung, wo die wirklich dann bestellt wird und nach Maß angefertigt und dementsprechend,
Muss ich einmal das alles ausmessen hier, auch wegen anderen Sachen. Also, welche Möbel wir wie kaufen können und so. Und deswegen zeige ich euch einmal den. Hier habe ich mein Equipment dafür. Genau, hier ist eben die Küche. Da ist das Esszimmer, wo wir gerade drin waren. Und hier ist es eben das Wohnzimmer, wo wir gerade drin sind. Ich muss das hier eben alles einmal ausmessen. Und genau das mache ich dann. Das ist auch nochmal unten. Und oben, glaube ich, haben wir gar nicht. Nee, genau, oben haben wir gar nicht. Da muss ich dann auch nochmal extra was malen oder so. Aber genau. So, mein Lieber, dann würde ich sagen, das war's von Update Nummer 2. Nummer 3 starten wir dann heute, wenn die Männer heute Abend weitermachen. Ich denke, Sonntag wird auch noch einiges gemacht. Samstag muss mein Vater ja noch arbeiten. Dementsprechend wird hier Sonntag, denke ich, nochmal richtig was gemacht. Und das zeige ich euch alles in Teil 3. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!